hätte ich niemals darüber geredet, eben in Saint-Tropez am Hafen. Hätte ich einfach meine Fresse gehalten, dann wären wir jetzt niemals hier. Hätte niemals. Wir nicht drüber geredet, wären wir aber nicht. Oh Gott, mein Kopf platzt gleich vor Aufregung. Für die Reise. Ich bin überglücklich. Wir sind ab jetzt einen Monat in Saint-Tropez. Auto ist gepackt. Es hat alles reingepasst. Unsere Tests sind negativ. Morgen beginnt die Reise. Let's go! Bonjour, mes amis. Je fais le petit déjeuner. Spaß, Leute. Die Frankreich-Reise geht los. Ja, mein Französisch ist eingerostet, aber okay, ich versuche die ganze Zeit so ein bisschen zu reden. Meine Augen sind irgendwie so klein, weil ich müde bin. Also wir haben schon, wie viele Stunden Fahrt hinter uns? Keine Ahnung. Schon so 5-6 Stunden. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt Pause an der Raststätte. Wir haben uns ein paar Baguettes gekauft. Ich setze mich jetzt auf die Bank und dann fahre ich weiter. Also das essen wir jetzt. Ich habe mir zwei Croissants und einen Cookie und so ein Thunfischbaguette. Und mein Französisch, Leute, ist so gut, dass ich mir tatsächlich das Falsche bestellt habe. Hätte ich einfach nur drauf gezeigt. Ich bin so ein Lappen, aber nein, ich wollte einen auf super Französisch machen vor Yusuf. Jetzt habe ich den Salat. Leute, ein Monat in Saint-Tropez, ich kann es nicht glauben, ein Monat der glücklichste Mensch. Ich will einfach nur ans Meer schnorcheln. So, jetzt beginnt die Roomtour in Frankreich. Wir sind hier auf einem Campingplatz, es gibt verschiedene Hütten und in den ersten paar Tagen sind wir erstmal in einer anderen Hütte, weil unsere nicht frei ist. Ich befinde mich hier gerade auf der Terrasse und das ist unser Ausblick. Direkt aufs Meer, das haben wir bei der anderen Hütte nicht. Und ich werde es jetzt schon lieben, hier zu frühstücken. Generell, ich liebe sie, Leute. Wir kommen seit 23 Jahren her mit der Familie. Es gibt für mich nichts Schöneres. Ich bin kein Hotel. Campingplatz ist das Beste. So. Vor allem finde ich diese Häuser einfach richtig süß. Hier hat man so einen Essbereich. Und die Häuser an sich sehen auch immer noch mal anders aus. Es gibt auch krassere Häuser mit Whirlpool und sowas. Aber ja, diese kleine Hütte ist geil. Alter, das ist so bequem. Ich schwöre, du bist hier immer am Handy chillen. Mhm. Das habe ich schon wieder, ich schwöre, gesagt. Ich wollte es mir abprobieren. Egal. Auf jeden Fall hier Essbereich. Dann habt ihr hier einmal die Küche. Der Kühlschrank kommt mir gerade so groß vor, weil ihr kennt unseren Kühlschrank. Wir können einfach fett einkaufen. Es ist alles ein bisschen klein. Ist die Mikrowelle neu? Ja, Mann. Die ist neu. Die sieht neu aus. Also generell, es gab ja hier nie Mikrowellen, ne? Doch, es gab Mikrowellen. Echt? Ja. Krass. Okay. Ganz wichtig, Klima ist auch da. Ja, Klima. Hier ist ein Spiegel. Und es irgendwie voll die geilen Lichter, gell? Da werde ich mich immer fertig machen. Wo gehen die an? So. Es ist so gemütlich hier. Wirklich. Ich liebe es. Ey, warte mal, das ist hier doch ein TV-Anschluss. Krass, aber wir haben kein TV. Was machen wir jetzt? Okay. Ja, fürs nächste Mal kommen wir so einen kleinen Bildschirm. Dann haben wir einmal hier vier Türen. Ihr denkt jetzt bestimmt, das ist alles voll groß. Aber nein. Es ist klein und fein. Wir gehen hier erstmal ins Badezimmer. Wir können euch dann auch noch die andere Wohnung zeigen. Ist voll cool. Da habt ihr mal so einen Vergleich. Das ist die Dusche. Waschbecken. Alter, wie sehe ich aus? Ist doch egal. Okay, weiter. Dann hier die Toilette. Die ist auch ein bisschen klein, aber das reicht. Also ja, man kann einfach nur sitzen. Mehr nicht, aber ist ja okay. Dann kommt man hier ins Kinderschlafzimmer. Das benutzen Yusuf und ich immer als Kleiderschrank. Ihr müsst euch überlegen, meine Schwester und ich haben uns das immer geteilt. Auch zu der Zeit, als wir uns einfach gehasst haben, okay? Wir lagen immer so richtig press aneinander. Und einmal habe ich aus Versehen Muscheln gegessen und gekotzt und die ist richtig ausgerastet. Das ganze Zimmer hat gestunken. So, und jetzt kommen wir ins Elternschlafzimmer. Da schlafen
Das so fand ich. Ist auch klein, aber fein. Ich liebe es. Wirklich. Was Guck denn? Mal, wie breit das hier ist. Ja? Ich kann so voranschreiten. Ja. Leute, es ist so gemütlich, aber es ist immer wieder ein Kampf. Ohne Witz, gell, wäre hier so ein kleines Bildschirm, boah, das wäre übertrieben krass. Ja, das wäre sehr, sehr krass. Es ist einfach wunderschön hier. Einfach abends so auf Terrasse sitzen, Kartenspiele spielen, nach einem langen Tag am Meer. Einfach diese Campingplatz-Vibes. Wir können euch auch mal die Anlage zeigen. Unten gibt es ein Restaurant, Pool, Spielplatz. I'm happy. So, wir haben noch nicht komplett ausgepackt. Das ist jetzt erstmal unser Abendessen. Dann machen wir weiter. So, unser erster Tag. Und wir gehen direkt einkaufen. Hier gibt es Tartropisschen. Wenn ihr in Saint-Tropez seid, holt euch Tartropisschen. Geht nicht nach Hause, ohne das gegessen zu haben. Das ist der Supermarkt hier direkt. In der Nähe vom Campingplatz. Voll überfordert. Bis jetzt sieht unser Einkauf sehr gesund aus, aber nur bis jetzt. Einfach violette Blumenkohl, wie geil ist das bitte? Dann so gelbe Zucchini habe ich direkt mitgenommen, fand ich voll schön. Die Aubergine habe ich auch mitgenommen. Sieht voll krass aus einfach. Hat das jemand schon mal probiert und kann sagen, ob es gut schmeckt? Dann schreibt bitte in die Kommentare. Ups. Einfach Blumen. Herber voll krass. Hier, die Franzosen machen auch echt leckere, ey, ganz ehrlich, die machen Süßigkeiten. Gib die mal das mit den Himbeeren. Das feiert Antro übertrieben. Tartropisschen, erinnert an Bienenstich, aber ich finde zum Beispiel Bienenstich besser. Und hier mal das mit den Himbeeren. So krass, einfach dieser Macaron. Ah, die länglichen sind auch so typisch französisch, oder? Okay, bestell mal. Ey Leute, der ist so geil. Du hast den krassesten Knoblauchmundi, aber du scheißt einfach drauf. Weil das ist der beste Aufstrich aller Zeiten, ich mein's ernst. Okay, einen Sonnenschirm nehmen wir uns jetzt auch mit und guck mal, was Andra entdeckt hat. Alter, irgendwie will ich das mitnehmen. Scooby-Doo-Bänder. Nimm so mit, ich mein's ernst. Voll Bock drauf. So, unser Einkauf ist erledigt. Oh, wie sieht mein Butt aus? Aktion. So Leute, wir frühstücken jetzt. Dann mach ich vielleicht noch ein kleines Workout oder vielleicht heute Abend. Oder nee, scheiß drauf, wir gehen direkt zum Strand, was für Workout. Guck mal. Ja, das ist dieser Beach Shuttle. Das ist der Beach Shuttle? Ja, Mann, das ist voll geil. Die fahren die jetzt zum Strand runter und holen die dann wieder ab. Ich lasse übrigens momentan meine Haare wachsen. Und ich will es nicht, weil ich... Die werden so ungefähr bis zum Nacken. Oh, nee. Das und dann so nach hinten. So richtig wie so ein Zuhälter wird der dann aussehen. Nein, glaub mir, es wird gut aussehen. Nee, ich denk, jetzt nach dem Frühstück wollen wir uns eine Vespa mieten für eine Woche, weil unsere Hütte weit oben steht und mit dem Autofahren ist auch immer ein bisschen problematisch. Deswegen eine Vespa und damit kann man dann auch gut an den Strand fahren. Das Beste ist, dass ich dieses Mal fahre. Ich fahre generell jetzt überall, weil ich ja bald allein nach Frankreich bin und deswegen. So, das ist unser Schlitten für eine Woche. Wir haben dafür jetzt 370 Euro oder so gezahlt. The English is always good. Boah, ich freue mich voll, damit rumzufahren. Richtig alte Zeiten. Josef und ich sind früher auch mal mit dem Roller überall hingefahren. Okay, ich hole jetzt das Auto. Du fährst vor mir her und dann gehen wir hoch, okay? Ich hoffe, ich fahre dich nicht um. Roller ist gemietet. Das ist Antra und das ist unsere Aussicht jeden und Tag. Und ich träume einfach. Leute, mein größter Traum ist es, irgendwann auch ein Boot zu haben in Saint-Tropez und da mitheizen zu können. Alter, weißt du, wie teuer das ist? Aber bis dahin musst du mit so einem Paddel durch die Meere. Egal. Guck dir das mal an, da ist bestimmt Bella Hadid drauf, ey. Bella, you wanna be friend with me? Ey, zum Glück haben wir uns einen Roller gemietet. Ey, das sieht lustig aus. Das eben war wirklich... Katastrophe, ey. Oh, wir mal hier, das sieht so schön aus. Wir zeigen euch gleich den Weg zum Strand. Warte, film noch so. Auf jeden Fall, es war noch nie so voll hier. Ich habe das so noch nie erlebt. Also hier ist der Parkplatz. Und hier fängt es an. Wie heißt diese Insel da hinten? Kap Thaya. Da waren wir sogar. Ey, sind wir dahin sogar nicht mit so einem Paddelboot mal gepaddelt? Mit so einem Kanu. Okay, jetzt fängt es
Dschungelabenteuer hier an. Hier waren wir auch noch nie. Hier können wir euch kurz den Ausblick zeigen. Oh mein Gott. Ach du, ey, wie krass. Guck mal, ach du Scheiße, wie schön. Wie schön, wirklich. Guck mal, diesen Möbel. Ich werde die leben. Die Möbel. Wie das Wasser so schön. Guck mal bitte, wie klar das Wasser ist. Glas, klar, Leute. So, weiter geht der Weg. Schatz, du siehst jetzt auch selber aus wie so ein Safari-Leiter. So, und jetzt fahren wir nach Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Was ist? Sieht lustig aus. Nee, wir sind jetzt am Hafen von Saint-Tropez. Und ja, hier sind die geilen Yachten. Hier ist eine geile Sau. Das ist Ben. Das ist Ramona. Hey. Ach, ihr seid dann auf unserem YouTube-Video, ja? Ich war so ein bisschen enttäuscht, als ich das erste Mal hier am Hafen war. Aber umso öfter man herkommt, umso schöner ist es. Okay Leute, und falls ihr mal in Saint-Tropez seid, dann könnt ihr zu dieser Creperie kommen. Die haben uns Ben und Ramona empfohlen. Die beiden gönnen sich gerade ein Crepe-Karamell. Und ja, wir haben letztes Mal auch schon hier gegessen. Ist richtig lecker. Wir haben gerade erfahren, dass der Asylpark bis 2 Uhr offen hat. Und deswegen gehen wir jetzt spontan dahin, um da einfach mal nur spontan durchzulaufen. Ganz spontan. Nee. Hey Leute, was wir einfach entdecken direkt. Da hängen zwei Leute. Nein, das mache ich im Leben nicht. Ich auch nicht. Ey, da hängen zwei Leute dran. Oh mein Gott, ich bekomme gerade so Adrenalinschübe, dass ich das vielleicht gerade mache. Hier ist so eine Wand. Warum können die da nicht rankommen? Hast du den Schlüssel? Ja. Ey, oh mein Gott, Schatz, bist du dabei? Bist du dabei? Nö. Ach du Scheiße. Ey Leute, hier schwingt überall irgendjemand rum. Ich würde, das ist so krass hier. Ey, was geht hier ab, Mann? Und da ist das Ziel. Das will Andra in ein paar Tagen fahren. Aber nicht einfach nur sitzen, da wird sie dann dranhängen. Wie der da. Dass es bei Andra so endet wie bei dem Holländer. Alles full, oh mein Gott, alles full. Ich muss pinkeln. Nein, nur wieder schnell! Nur wieder schnell! Nimm dicke wieder! Oh, alles voll! Alles ist voll! Oh, nee! Oh. Wirklich richtig pinkeln. Obwohl ich gerade erst war. Hey, Leute! Hä? Alarm, was ist denn? Hey, Leute! Oh mein Gott! Alter, ich muss pinkeln! Heftig. Ey, hätte ich niemals darüber geredet, eben in Saint-Tropez am Hafen, hätte ich einfach meine Fresse gehalten, dann wären wir jetzt niemals hier. Hätte niemals. Wir nicht drüber geredet, wären wir aber nicht hier. Es hat alles angefangen, weil Ramona gesagt hat, oh guck mal, da ist der Asylpark!
Oha. Wow, mein Gott. Ich hab doch gesagt, umso länger man auf so einem Dings ist, umso mehr Gedanken macht man sich, dass irgendwas abgeht oder so. Alter. Aber ich muss sagen, so krass adrenalinmäßig war das nicht. Ich bin so aufgeregt. Ich hab so gern gewartet. Wie geht denn auf den Skyrider? Ich mach's. Ich mach's. Ja. Yeah. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich bin ein richtiger Adrenalin-Junkie manchmal. Und das war echt das Krasseste, was ich je gefahren bin. Ganz oben, ich zieh so an dem Ding, wir sind einfach gefallen. So gefallen. Ey, das war so hart. Einfach wie Bungee-Jumping. Ey, wie krass, Leute. Wenn man diese Leiter erklimmen kann, bekommt man einfach 200 Euro. Schatz, du wirst so dermaßen ablatzen. Let's go! Gib dir mehr Mühe, los! Schatz, hör mir mal zu! Rechne damit, dass es sich jetzt umdreht und klammer dich dran und versuch rückwärts hochzugehen. Ja, natürlich, du darfst nur nicht runterfallen.
Nächster Tag und wir fahren wieder an den, wie heißt dieser Abschnitt? Escalé-Strand. Ja. Heute nehmen wir euch auch ein bisschen mit der GoPro mit. So, wir sind angekommen. Den Weg kennt ihr ja schon, den erspare ich euch. Wir sehen uns da unter Wasser, direkt. Ey, warte, zeig noch mal ein Surfbrett. Leute, ich habe mir ein Baby-Surfbrett gekauft, weil ich schwimme ja nicht weit raus, ohne etwas, das mich über Wasser hält. Passt euch auf, kauft euch ein Baby-Surfbrett. Ey, wie geil, einfach so ein Boot mit Essen und Eis kommt hier angefahren. Gerade wo wir Hunger haben, einfach perfekt. So Leute, herzlich willkommen im Wasser von Saint-Tropez. Hier ist es glasklar, du siehst jeden Fisch, du kannst 20 Meter weit gucken, einfach nur bombastisch. Genau das ist mein Strand, genau das. Hier gehe ich auf, Leute. Diese Schlucht, die zeigen wir euch jetzt genauer. Ich bin gerade so ein bisschen panisch geschwommen, weil hier Seeigel an der Seite sind. Kann ich euch gleich mal abfilmen, ich habe gerade Salzwasser geschluckt. Und ja, da sind Einsiedlerkrebse drin, Seeigel sind überall an diesem Pflanzenleben. Deswegen muss man echt aufpassen, wenn man hier ins Wasser geht, immer Schuhe anziehen, so wie wir, weil ich bin schon mal in einen reingetreten und das ist nicht lustig und jetzt gehen wir mal durch die Schlucht. Für mich ist es vorbei, ich schwimme da nicht rein. Passiert schon nichts, komm! Raus. Wir gehen heute hier nicht rein. Da war, ich dachte erstmal, du hast einen Seeigel gesehen. Okay, die Qualle ist jetzt weg, aber die ist wahrscheinlich drin. In der Höhle, auf jeden Fall war da gerade eine saufette Qualle. Und es gibt hier Feuerquallen. Und wenn die dich... Oh mein Gott! Ey, lass bitte raus, wo man nicht mehr stehen kann. Okay, hier. Und wenn die Quallen dich streifen, dann bekommst du wie so eine Verbrennung. Alter, dieses Ding war gerade so vor meinem Gesicht.
So, nach diesem Schnorchelabenteuer gehen wir jetzt was essen. Den Tourguide. Also hier ist einfach so ein Platz, da vorne ist ein Häuschen, da kann man so Attraktionen buchen. Und da ist die Rezeption. Und hier ist die Poolanlage. Und es ist so schön einfach. Hier ist einmal so ein Wellnessbereich, der ist richtig geil. Da drin ist so ein Pool, da saß ich immer mit meinem Papa früher. Der Pool hat wirklich 50 Grad oder so. Wir sind immer so rein, so, oh, wie geil ist das bitte? Ja, und da hinten ist auch nochmal so eine Poolanlage. Hier gibt es Rutschen. Dann hier nochmal so eine Bar, wo man essen kann. Boah, und du musst mal diesen Bereich zeigen mit diesen Koi-Fischen, wenn es auch so schön ist. Hier sind diese Massage, Friseur. Sieht aus wie so auf den Malediven. Ja. Da kann man sitzen, sieht richtig schön aus. Ich hoffe hier. Da ist so eine Bar. Tagsüber sieht voll geil aus. Hier kann man so chillen. Einfach nur chillen. Hier essen wir jetzt. Müssen wir aber vorne nicht bestellen? Nein, die bringen uns die Karten. Auch heute Morgen beim Frühstück. Ey Leute, ich war so dankbar für dieses Essen. Ich habe die ganze Zeit geschwärmt. Salz muss hier dran. Die Pizza hier ist so lecker. Alter, ich will auch Pizza essen auf einmal. Heute fahren wir nach Saint-Tropez. Saint-Tropez. Alter, dein Daumen hat gerade so lustig ausgesehen. Oh mein Gott, das sieht so müde aus. Ich auch. Aber wir sind auch egal. Nach dem Aufstehen los. Ja, so siehst du auch aus. Ja, ich weiß, ich sehe scheiße aus. Und? Was machen wir dort? Ja, ich bin aufgeregt. Wir bummeln und ja, vielleicht kaufen wir was. Ich kann mir versaffen heute. Jetzt stehen wir wieder hier. So, Leute. Ich mit gewaschenen Haaren wieder. Oh, mein neues. Weil wir jetzt mit dem Roller fahren und ich hasse es, wenn ich so mit gegelten Haaren an diesen Helm auf habe. Ja, wir sind jetzt nochmal hergefahren, weil es mit dem Auto viel zu voll war. Jetzt fahren wir mit dem Roller. Ja, Mann, richtige Loser. Wir sind angekommen. Guck mal bitte, wie voll es ist. Überall Autos und hier ist gerade auch Markt. Erstmal was essen jetzt. Und jetzt gehen wir erstmal was essen. So. Wir sind gerade im Louis Store. Und die Andra gönnt sich was. Ja. Wir sind gerade im Louis Vuitton Garten, Leute. Die Bäume sind hier 50.000 Euro wert. Aber sieht schon schön aus. Ich wusste nicht mal, dass es hier so einen Garten gibt. So, Leute, die Annie hat sich was gegönnt. Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Und zwar habe ich mir meine Traumschuhe geholt. Ich zeige sie euch jetzt mal. Ey, ohne Scheiß, diese Schuhe, Leute. Und auch das Armband, was ich wollte. Ich hänge einfach an dem Blatt fest. Ich wollte das schon seit 7 Jahren. Ich habe mir damals immer Screenshots gemacht und ey, das ist einfach krass, wirklich. Und ich habe auch online die ganze Zeit geguckt, weil ich die unbedingt haben wollte. Die waren halt einfach nicht verfügbar. Und jetzt habe ich sie einfach. Alter, ich finde die so schön, wirklich. Die sind so, so geil. Vor allem, ihr wisst, ich habe immer so Birkenstock und sowas an. Also generell solche Schuhe. Ich stehe da einfach voll drauf. Ist genau mein Ding. Liebe einfach, wirklich Liebe auf den ersten Blick. So. Oh mein Gott, sieht aus wie die kleine Größe, Schatz. Ich probiere es nochmal an. Ich habe Angst, dass er... Ah nee, okay, das passt. Ja, dann noch dieses Armband hier. Das wollte ich auch ungelogen schon seit Jahren. So macht man das zu. Das fand ich halt auch übertrieben schön. So sieht es aus. Und das Ding ist, ich trage das halt immer, ne? Ich werde das jeden Tag tragen. Und ich liebe sowas halt einfach. Wenn man so besondere Sachen hat, auf die man hingearbeitet hat, die man schon ewig wollte. Und jetzt hat man die halt einfach. Leute, so sieht übrigens der Dior Store in Saint-Tropez aus. Das ist so krass. Da ist ein Café dabei. Und in diesem Haus ist einfach die Boutique und ich habe es einfach 20 Jahre nicht gecheckt. Ich will mal wissen, wie es von innen aussieht. Wir gehen mal rein. Wo die Frau gerade davor steht, den musst du mal von nahe. Der sieht einfach so gut aus. Das liebe ich. Ich würde so gerne hier wohnen, wirklich. Ich würde
perfekt an den Hafen, Leute. Oh Mann. Mein Traum, wirklich. Was für süße Eingangstür. Hier, der Laden ist auch richtig geil in Saint-Tropez. Da sind so handmade, so customized Schuhe. Nicht nur Schuhe, guck mal, er hat auch manchmal auch Hosen und so. Hier ist jetzt ein bisschen fancy die Farbe, aber es ist einfach cool gemacht. Dieses Bild hätte mir. Guck mal, Schatz, dein Bild. Und hier vom besten Eisladen müsst ihr euch Eis holen. Viele Stars auch, wenn die müssen mal auf der Instagram-Seite vorbeischauen. Wenn man Glück hat, trifft man hier einfach richtig Freundes, Alter. Leute, wir sind gerade in so einem Laden in Saint-Tropez und hier gibt es so krasse Handyhüllen. Wir zeigen euch gleich nochmal, wie der Laden aussieht. Zeig mal bitte die Hülle. Das hier ist geil. Nicht anfassen, steht da. Son Goku, und das hier ist auch geil, kann man dann so... Alter, das mit den Lippen ist geil, mit dem Gelb. Ah, das hier ist auch geil. Schade, das ist nicht für mich gelb. Boah, hier gibt's wirklich heftige Höhlen. Und auch so richtig geile iPhone-Dinger. Zeig mal. Die sehen so krass aus. AirPods, meine ich. Also zwei Hüllen habe ich mir geholt. Der eine habe ich schon dran gemacht und das hier noch. Also die dran ist, ist Muten Roshi und das... Muten Roshi, was ist denn das? Müden Roshi. Schau mal bitte, wie cool, was wir entdeckt haben. Das ist mir direkt ins Auge gesprungen. Wenn es das mit einer weißen Katze und mit einer rot-weißen geben würde, würde ich es direkt holen. All you need is love and a British Shorthair. So, jetzt sind wir in Cavalier. Das ist in der Nähe von Saint-Tropez und Ramatuelle. Hier wohnen unsere Freunde Ben und Ramona. Ja, und diese Stadt finde ich auch sehr, sehr schön. Guck mal, mein Styler einfach. So laufe ich jetzt hier durch, alle so mit Kleid und ich so mit Jogging. So, Ben und Ramona fahren uns jetzt ein bisschen raus mit dem Boot. Wir haben jetzt ein romantisches Date zu viel. Und guck mal, wie ich aussehe und wie Ramona aussieht, ey. Ey Leute, wir fahren gerade so schnell, oh mein Gott.